schön, dass ihr wieder dabei seid, heute in meiner Häkelwerkstatt für, nicht erschrecken, so groß muss es nicht werden, eine Babydecke, Säuglingsdecke. Auch als Kissenhülle erstmal, wenn man vielleicht nur bis hierhin macht und dann zwei Stück häkelt und dann zusammen macht, dann hat man die passende Kissenhülle. Als Krabbeldecke, als Picknickdecke, als Bettüberwurf, so groß wie man es machen möchte, so kann man es dann ganz einfach und simpel als weiter häkeln. Nicht erschrecken, wenn du noch nicht häkeln kannst. Ich habe so eine tolle Häkelschule dabei und dann kannst du in einem Mittag die Maschen, die wir hier brauchen, lernen und dann losstarten. Immer Stückchen für Stückchen, es geht alles rundherum, rundherum. Man muss nur wirklich hier vorne zählen. Mal ganz kurz. Und ansonsten bleibt das Muster immer gleich. Die Zunahmen werden nur in den vier Ecken gemacht. Ganz, ganz einfach. Und dann kann man sich überlegen, bleibe ich bei einer Masche oder möchte ich ab und zu mal ein Muster reinmachen? Aber das sind wieder die gleichen Maschen, die Stäbchen. Wirklich, wird nur gemacht mit Luftmaschen und Stäbchen. Und wenn du möchtest, am Rand nochmal eine feste Masche oder so. Aber das geht total easy. Und dann kannst du es, wie gesagt, als Babydecke verwenden oder für dich, auch für draußen ganz, ganz toll. Oder man legt mal ein Baby hinein. Ganz kuschelig, ganz toll, ganz schön. So, und dann möchte ich euch, dir ganz gern mal zeigen, wie das geht. Meine Idee, Entwurf und Fertigung für dich. Wie gesagt, auf meiner Startseite kreativ-reich die Kekaplauderei findet man die Häkelschule in den Playlists. Und dann kann man so einen tollen Farbverlauf machen und. Ich hoffe, es interessiert und dann legen wir mal los, wie gesagt. So, und dann zeige ich euch mal, wie man ein Baby dann einwickelt. Und du entscheidest dann, wie groß die Decke sein soll. Jetzt als ganz kleines, auch für Frühchen schon. Oder Baby, Kleinkind, Krabbeldecke. Das kann man ja dann immer noch mal erweitern. Also als erstes klappt man oben erstmal die Spitze nach innen. So, dann guckt man immer, wie man die große braucht und legt mir das Baby drauf. So, und dann Ärmchen raus und die erste, also bei den Kleinen lässt man die Arme drinne, die werden ganz eng gewickelt, bei den Größeren ein Ärmchen raus, weil die sie enge brauchen und das Kuschelige wie im Mutterleib. Dann kommt die Spitze unter den Popo schön glatt streichen. Dann nimmt man die untere Spitze und macht sie nach oben. Dann die Seite. Köpfchen immer auf. Und dann schön ums Kind herum. Und dann hat man hier oben so einen schönen Abschluss fürs Köpfchen. Und ansonsten ist der Körper gut eingewickelt. Thank you.
Und hier nochmal ein Wollvorschlag, wenn ihr das gleiche arbeiten wollt wie ich. So marmoriert ist, das gibt es in ganz, ganz vielen verschiedenen Farben zum Bestellen. Keine Werbung, selber gekauft. Ich finde es halt toll. Und dann könnt ihr mal sehen. Lässt sich auch gut verarbeiten, wirklich. Spaltet sich nicht. Ganz soft und weich, ohne Fusseln. Eine tolle Wolle. So, was brauchen wir denn? Es kommt immer darauf an, was du machen möchtest, wie groß es sein soll. Das entscheidest du. Soll es eine Decke sein, eine Babydecke, ein Badetuch, eine Home Deco, egal was. Also bitte beachten, für ein Badetuch, ob jetzt für ein Baby oder für dich oder ein Gästetuch, das kann man ja alles auf die gleiche Art häkeln, brauchst du auf jeden Fall eine 100% Baumwolle oder ein 100% Frottigarn. Das gibt es natürlich auch. Oder ein Bubblegarn. Das liegt bei dir. Immer die passende Häkelnadel. Es funktioniert mit jeder Häkelnadel, mit jeder Stärke von der Wolle, vom Garn, die du wählst. Es ist ganz easy, ganz schnell, ganz einfach. Mit Muster oder ohne Muster, genau wie du das möchtest. Du musst nur gucken, auf der Banderole steht drauf, wie groß deine Häkelnadel sein soll. Und danach richtest du dich bitte. Die Menge kommt auch wieder drauf an, wie groß es werden soll. Ich habe jetzt mal hier einfach ein großes rausgesucht, dann kann ich es am besten erklären. Auch in weiß, das sieht man das Muster, die Verarbeitung am besten. Es ist ganz einfach. Nach dem Anfang wird immer endlos weiter gehäkelt. Wenn du möchtest, immer nur ein Stäbchen oder ein leichtes Muster. Das sind auch nur Stäbchen mit Luftmaschen kombiniert. Das liegt bei dir. Sieht vielleicht ein bisschen verwirrend aus, ist aber total einfach. Wichtig ist es nur am Anfang, hier der Anfang, 4 bis 6 Luftmaschen, die werden zu einem Ring geschlossen, das zeige ich natürlich. Ich habe jetzt eine dünnere Wolle, ich nehme 4 Luftmaschen. Hast du eine ganz dicke Wolle oder eine dickere Wolle, dann nimmst du bitte 6 Luftmaschen. Das ist der einzigste Unterschied, wie es funktioniert. So, jetzt stelle ich euch schön dazu. Die Kamera noch mal ein bisschen ausrichten und dann legen wir das auf die Seite und ich erkläre natürlich dann noch. Ne? So. Ganz wichtig zu beachten ist noch, für ein Baby bitte eine Babywolle nehmen, die keine Fusseln hat, weil die gerne mal dran rumnuckeln und da gibt es speichelfeste Wolle. Bei größeren Kindern ist es nicht mehr so wichtig, die spucken es dann aus, aber bei Babys ist es und kleinen Kindern ist ganz wichtig. So, wir fangen an. Wie gesagt, dicke Wolle 6 Luftmaschen, dünne Wolle gehen auch 4. 1, 2, 3, 4. Das schließen wir mit einer Kettmasche oder einer Öse zu so einem kleinen Ring. Jetzt machen wir ausnahmsweise mal 3 Luftmaschen. 1, 2, 3. Und dann machen wir hier 5 Stäbchen hinein. Nicht 5. 12 Stäbchen. Wie komme ich denn auf 5? Also 12 Stäbchen in diesen Ring hinein. Jetzt bitte beachten, das ist immer ganz gut, wenn man jetzt sich einen Screenshot macht, mal auf ein Papier schreibt, aufzeichnet und dann einfach abstreicht, was man gemacht hat. In das erste Stäbchen kommen 2 Stäbchen, 3 Luftmaschen, 2 Stäbchen. Dann kommt in die nächste Masche 1 Stäbchen, 1 Stäbchen. Dann kommt wieder in die nächste 2 Stäbchen, 3 Luftmaschen, 2 Stäbchen. Und das machen wir 4-mal, also abwechselnd, bis wir die eine Reihe zu Ende haben mit den 12 Stäbchen am Anfang. Zeige ich aber, ist klar. Also, ich habe jetzt die 12 Stäbchen gemacht. Das Ganze schließe ich jetzt einmal mit einer Öse oder einer Kettmasche. So, und jetzt dann nochmal 3 Luftmaschen. 1, 2, 3. Und dann gehen wir in das erste rein und machen 2 Stäbchen. 1, 2,
3 Luftmaschen. 1, 2, 3. In die gleiche Masche nochmal 2 Stäbchen. Und das machen wir sozusagen in alle 4 Ecken. Ja, es ist rund, ich weiß, aber das entsteht ja dann. So, jetzt da 2 einzelne Stäbchen. 1, 2. Dann in die nächste Masche wieder 2 Stäbchen. 1, 2, 3 Luftmaschen. 1, 2, 3. Und in die gleiche wieder 2 Stäbchen. 1, 2. Das merkt ihr euch, das ist es am allerwichtigsten. Dann 2 einzelne Stäbchen. 1, 1. Genau wie die Zeichnung ist. So, jetzt da 2 Stäbchen in die eine Masche. 1, 2, 3 Luftmaschen. 1, 2, 3. 2 Stäbchen in die gleiche Masche. 1, 2. Ich muss mal ein bisschen Garn nachziehen, sonst wackelt das so und das ist sehr unangenehm, denke ich, im Bild. So, ich habe die dritte Ecke sozusagen. Dann mache ich 2 Stäbchen, einzelne, 1, 2. Dann mache ich in die nächste 2 Stäbchen, 1, 2, 3 Luftmaschen, 1, 2, 3 und 2 Stäbchen, 1, 2. Und dann mache ich ein Stäbchen. Warum nur eins hierhin? Weil die ersten 3 Luftmaschen, die wir gemacht haben, sind sozusagen das eine Stäbchen, was dazwischen ist. Wir haben ja immer, ne, die große Ecke mit 2 Stäbchen, 3 Luftmaschen, 2 Stäbchen und dazwischen immer 2 einzelne. Dann habe ich hier ein Stäbchen und da die Luftmaschen. So, und jetzt geht es endlos weiter. Aufgepasst. Wir machen ins obere Stäbchen Luftmasche ein Stäbchen, dann ins nächste ein Stäbchen. Immer die vorangegangenen Stäbchen bekommen wieder ein Stäbchen sozusagen. So, und dann kommen wir an die Luftmaschen. Die 3 in den Ecken. Und dann geht genau das gleiche wieder los. 2 Stäbchen. 1, 2. 3 Luftmaschen. 1, 2. 2, 3, 2 Stäbchen in den Bogen der 3 Luftmaschen. Das ist alles. So, und dann kommen wieder die Stäbchen und die häkele ich einfach ab. Habe ich in der vorangegangenen Reihe die Stäbchen gehabt. Gibt jetzt immer ein Stäbchen. Immer nur ein Stäbchen, das vorangegangene Stäbchen. Und nur in den Ecken 2 Stäbchen, 3 Luftmaschen, 2 Stäbchen. Und da geht es als rundherum auf deine Größe. Vielleicht würdest du nochmal einen Farbwechsel machen, das kannst du dann einfügen. Vielleicht aber nur einen tollen Rand. Bei meiner Decke will ich jetzt dann noch einen tollen bunten Rand machen. Natürlich wächst die dann erstmal. Und dann wird das als größer.